Damit, meine Lieben, sei ich herzlich willkommen zurück zu Dungeons 3 und zwar machen wir in der nächsten Kampagne weiter. Die Schlacht um Stahlschmiede. Die Armee des brutalen Bösen hatte, angeführt von Talia, die zwergische Stadt Stahlschmiede erreicht und machte sich zum Sturm bereit. Im Inneren plante der aufbrausende Zwergenkönig Grimli die Verteidigung. Okay, ihr Weicheier, haltet euch bereit. Diese Mistgurken des Bösen werden bald zusammen mit der verfluchten Dunkelelfengöre hier auftauchen. Aber Stahlschmiede ist eine Festung, an der sich das Gewürm die Zähne ausbeißen wird. Also geht auf eure Posten und vergesst nicht, die Elfe gehört mir. Aus ihren Ohren mache ich mir verdammte Pantoffeln. Habt ihr das Grollen gehört? Sie sind hier. Ich spüre es in meinem rechten Hühnerauge. Schickt die Späher aus und bereitet den Todeshammer vor. Endlich war der Zeitpunkt der großen Schlacht gekommen. Talias Truppen hatten sich auf schnellstem Wege von den Sümpfen von Aschenquell hierher durchgearbeitet und brannten voller Wut und Entschlossenheit auf dieses finale Zusammentreffen. So würde ich das nicht sagen. Ich versuche immer noch, mein eigenes Ich wieder zum Guten zu bekehren. Also ein Teil von Talia brannte voller Wut und Entschlossenheit auf dieses finale Zusammentreffen. Ein anderer wollte lieber Arbeitskreise bilden und sich um den Bonsai-Garten kümmern. Ignoriere meine kurzen Aussetzer. Ich mach diesen verdammten Zwerg platt. Der hat seine letzten dummen Sprüche über Elfen geklopft. Seinen Bart werde ich zu Handschuhen verarbeiten. Was haben nur alle damit, Teile des Gegners als Pantoffeln oder Handschuhe zu verwenden? Das ist unglaublich unhygienisch. Oh, da ist mein Zwergentrupp verschüttet gewesen. Gut, dass du ihn gefunden hast. Ich hatte gar nicht nach ihm gesucht. Los, Männer, macht den Dungeon platt. Nun war es also soweit. Talia begann, für das erratische Böse eine großartige Armee auszuheben. Oh, da ist mein Zwergentrupp verschüttet gewesen. Gut, dass du ihn gefunden hast. Ich hatte gar nicht nach ihm gesucht. Los, Männer, macht den Dungeon platt. Na, ganz toll. Wir sind ringsherum einfach mal fett umzingelt, ne? So eine Scheiße. Ja, ihr seht, hier ist überall weihnachtlich dekoriert. Da kann man sich das vorstellen, wenn ich das hier gerade mache, ne? passt zu Weihnachten halt, ne? ja, genau. Also, ist schon cool gemacht. Zu Halloween waren hier überall Kürbisse. Und zu Weihnachten sind jetzt hier überall Geschenke und Talia ist mit Weihnachtsmütze und coolem Outfit geschmückt. Genauso wie die Schnodderlinge. Das ist so genial. Jetzt ist natürlich wieder dieses Ekelhafte, ne? Dieses halt den Dungeon aufbauen. Das dauert natürlich jetzt wieder eine Zeit. Vor allen Dingen haben wir auch halt ein paar wenige Schnodderlinge, ne? Das können wir schon zumindest schon mal Dings holen. Leider reicht das Geld gerade nicht. Es ist halt geplant, dass da oben dann wieder zugemacht wird. Dass die halt dann hier oben durchlaufen. Dann hier runter. Hier mache ich einen extra Raum. Und hier will ich dann die Dings hin machen. Also das wird dann hier auch noch weggerissen. Und dann machen wir hier die Wachstube hin. Oder beziehungsweise dann machen wir die Wachstube dann hier unten so hin. So in dem Bereich. Dieser Ecke hier machen wir dann die Wachstube hin.
Das ist da auch schon Halt! Halt! Hallo! Jetzt nehmen wir den Kerlchen mal und dann machen wir da oben zu. Weil dann müssen sie halt rechts lang kommen. Wir sind zwar jetzt zum Teil umzingelt da von diesen Zwergen da. Das Böse wird siegen! Aber schauen wir mal und schmeißen die da mal rein. Vielleicht funktioniert. Vielleicht kriegen wir sie schon tot. Hier machen wir nämlich dann den Schlafplatz hin. Naja, müssen wir sowieso erstmal hier alles ausgraben. Alles ausgraben an Gold und so. Da ist jetzt zu. Hey, Talia, sperr deine spitzen Lauscher auf. Ich habe eine Überraschung für dich und die Höllenbrut. Etwas Weltbewegendes. Los, Männer, betätigt den Todeshammer. Bei der Göttin, das ist... Grimli hatte einen gigantischen Riesenhammer erbauen lassen. Den Todeshammer. Dieser sorgte nicht nur für eine Erschütterung der Macht, sondern auch des Bodens und erzeugte so ein massives Erdbeben. Die Auswirkungen waren im Dungeon deutlich spürbar. Insbesondere das Dungeon-Herz würde nur wenige solcher Schläge vertragen können. Na, wie schmeckt euch das verdammte bösartige Brot? Jetzt müssen wir das Ding aber erst wieder ein paar Minuten lang aufziehen. Aber das war es verdammt nochmal wert. Bleibt sitzen und genießt die Show, verdammter Abschaum. Grimli machte Talia und dem verdutzten Bösen auf seine liebenswerte und Beleidigungen versprühende Art klar, dass Einigeln nicht viel bringen würde. Der Riesenhammer musste zerstört werden. Wir können nicht hierbleiben. Das Ding muss zerstört werden. Nachdem ich es jetzt kurz analysiert habe, habe ich eine große Schwäche entdeckt. Etwas durch die 2 Meter große Kühlklappe werfen, um den Reaktor zu zerstören? Was? Ach Quatsch, das Ding steht da rum, also können wir es kaputt schlagen. Warum habe ich hier eine ausgefeilte Taktik erwartet, wenn ich mich mit blutrünstigen, nicht gerade intelligenten Kreaturen des Bösen abgebe? Ja, genau, jetzt brauchen wir Chicken Wings, 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 Chicken, da haben wir Chicken Wings, 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 Chicken, so. Aber ich hoffe, der Platz hier reicht aus. Und wenn nicht, müssen wir doch das hier oben nehmen. Eigentlich wollte ich da was anderes hin machen. Dann muss ich das halt so machen. Müssen wir das halt so machen. Weil dann müssen wir das hier wegreißen. Dass wir auch weiterhin genug Leute holen können. Zack, zack. Was anderes können wir noch nicht bauen. Brauchen wir erst 750 Gold. Mal kurz nach oben gehen. Also hier ist unser Dungeon. Und die Insel, die erste, ist hier. Da müssten wir jetzt, glaube ich, 1, 2, 3, da müssten wir jetzt schauen, dass wir da hinkommen. Dass wir die einnehmen. Vernichtet das Gute!
dass wir da schon mal dann anfangen, Böses zu bekommen. Müssen wir hier hoch. Genau. Auf sie. Autsch. Aua. Passt. Dann haben wir das jetzt schon mal. Die nächste Bösartigkeitsinsel ist ziemlich weit weg. Ist halt schwierig. Also ich glaube, wir schicken die erstmal wieder zurück. Dann könnt ihr auf dem Rückweg die Zwerge da unten noch wegmachen. Also die Zwerge da wegkloppen. Dann haben wir die da weg, dann können wir den Tunnel da wieder ein bisschen kleiner ziehen. Und jetzt müssen wir kurz auf Baumenü, dann müssen wir einen Vortex bauen, dass wir ein Arcanium bauen können. Und mit dem Arcanium können wir dann wieder Arcanium hier lagern. Und hier hinten will ich den Vortex machen für die Dämonen. Und wenn das hier jetzt nicht reicht mit Arcanium, können wir zur Not hier zur Seite nochmal weiterziehen. Ja, weil das hier muss sowieso. Überleg gerade. Das kann eigentlich wieder zu hier die Stelle. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Und dann können sie das hier abbauen, die Schnodderlinge. Zeit zu sterben. Talia da alleine, das ist nicht gut. Jetzt bauen wir hier das Versteck einfach nochmal größer. Es ist Zahltag. So, jetzt müssen wir kurz gerade ein bisschen warten auf das Geld, bis sie wieder anfangen, Geld zu schürfen. Beziehungsweise das Geld hier oben abbauen. Oh ja, passt. Sammel ich das mal schnell ein hier. Dann hier unten rein. Wieso baust du hier drinne Dings? Du dummer Mistding. Scheiß Schnodderling manchmal. Ihr braucht hier keine Weihnachtsdeko bauen. Ich will, dass sie da zubauen. Dass ich da das Gold abschürfen kann. Oh oh. Seht ihr das hier? Das ist so leicht grünlich, ne? Hier ist ein Spinnennest drunter. Knüpfen sich das Gold da ab. Wo sind die ganzen anderen Schnodderlinge? 1, 2,
Da läuft der Rest. Schauen wir mal, können wir es bauen? Ja. Passt, jetzt können wir das da abbauen. Das will ich die ganze Zeit nämlich schon abbauen eigentlich. So, und schauen wir mal, was haben wir da mal. Portal wäre nicht schlecht. Dann holen wir mal Naga. Ja, wir haben noch einen Platz frei, cool. Komm mal, wenn die 500 voll sind, Naga holen. Damit die wieder heilen kann. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal, dass wir dann hier unten die... Verdammt, jetzt habe ich den Namen vergessen. Die Wachstube, genau. Jetzt können wir die Wachstube auch machen. Weil wenn wir die Wachstube gemacht haben, dann bleiben die halt da unten in der Wachstube stehen. Und dann halten die eher dann die Gegner auf. Nehmen wir das schon mal alle in die Hand. Jetzt kurz warten, bis unsere Schnodderlinge hier gebaut haben. Zack, zack. Es sind geht Feinde in eurem Dungeon. So, jetzt schmeißen wir die alle dahin. Dann geben die alle wach. Also halt 8, ne? Nein! Jetzt habe ich den falschen genommen. Ach, verdammter Mist. Okay. Gut. Das ist, wenn der mit dem Controller da... Radiert das böse Gesocks aus! Befehle ich dich! Oh. Der Hammer schlägt in 10 Minuten wieder ein. Können wir eigentlich... Ja, können wir. Können wir... Jetzt reicht das Geld natürlich wieder nicht. Es dauert. Aber ich habe gesehen, die Schnodderlinge haben soweit jetzt abgebaut. Und soweit fertig gebracht. Dann würde ich sagen, buddeln wir mal hier ein bisschen rein. Und graben hier das aus. Und fangen hier das Gold an auszugraben und schauen mal, was hier ist. Das können wir dann noch forschen. Sehr, sehr schön. Das habe ich zu spät gesehen. Wir können den Friedhof erforschen. Der Friedhof müsste dann eigentlich ungefähr hierher kommen, weil ich habe den Friedhof halt immer gerne neben der Wachstube, weil die Zombies dann aus ihren Gräbern mehr oder weniger halt dann dazu stoßen und mit angreifen. Deswegen habe ich das mit dieser Wachstube halt am liebsten halt immer... Es ist Zahltag. Halt immer gerne in der Nähe von der Wachstube, dem Friedhof. Da bräuchten wir die Tüftlerhöhle. Ich muss gerade so ein bisschen auf die Zeit achten, dass wir das wieder nicht zu lang machen, die Folgen.
Ja, jetzt brauchen wir nämlich Kisten. Rechts oben neben den Truthähnen sind jetzt Kisten. Na toll, jetzt haben wir hier noch. Halt, stopp. Manchmal ist es gar nicht so einfach, das alles zu organisieren. Vor allen Dingen, weil man da nicht ungefähr identifizieren kann, wo jetzt hier was ist. Dann machen wir das Arcanium jetzt einfach mal eiskalt größer. Und dann müssten wir eigentlich, wir haben jetzt einen Platz frei. Dauert natürlich jetzt noch, das braucht auch 8 Kisten. Also, läuft es gerade nicht so ganz, wie ich es gerne hätte. Kam das Gold hier auch noch aus? Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Dann macht der Lade mich wieder zu. Passt schon, haben sie schon. Passt. Ja, wir müssen halt ein bisschen vorsichtig buddeln. Ich habe keine Lust, hier irgendwelche großartigen Dinger aufzugraben. Könnten wir vielleicht noch ein bisschen Gold abschürfen. Die haben wir auch noch mal einen ganzen Batzen Gold. Oh. Ne, sah aus, als wäre dann 15.000 damit bei. Ja, dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge an der Stelle hier weiter. Dann bedanke ich mich recht herzlich, dass ihr eingeschaltet habt und sage bis zum nächsten Mal bei Dungeons 3 und dann geht es hier an der Stelle weiter. Bleibt dran, bleibt gespannt. Bis dahin sage ich ciao, ciao und bis dann.